Ja, moin und willkommen zurück zu einer neuen Folge Crunchtime TV. Heute haben es einige angekündigt als Spitzenspiel TuS Einigkeit Brockhagen und wir beide ganz gut in die Saison gestartet, beide zwei Sieger eingefahren. Ja, und ich muss sagen, es war ein Spiel auf Augenhöhe. Wir haben leider den Kürzeren am Ende gezogen und verlieren hier mit zwei Toren. Ich würde mal sagen, Katharina fängt an mit der ersten Halbzeit und dann schauen wir mal. Ja, in der ersten Halbzeit sind wir mit 18-17 in die Halbzeit gegangen, also ein Tor vor für Brockhagen. Boah, das Spiel war wirklich ein Auf und Ab. Ich glaube, wir haben mal mit zwei geführt, dann haben die wieder mit zwei geführt, dann haben wir wieder mit zwei geführt. Ich würde sagen, in den ersten Minuten, also wir wussten, die sind sehr defensiv, die spielen eine 6-0. In den ersten Minuten kamen wir nicht so wir haben nicht gut getroffen in den ersten Minuten, würde ich sagen. Fakt war aber, wenn wir mit viel Tempo gespielt haben, sind wir in die Lücken gekommen. Wir mussten immer wieder in die Tiefe gehen, dann haben wir auch die 7 Meter rausgeholt. Ich würde sagen, die erste Halbzeit war wirklich voll auf Augenhöhe. Die Fehler, wir Tor, die Tor, die 7 Meter, wir 7 Meter. Wenn wir unsere Struktur gespielt haben, ganz, ganz wichtig, wenn wir den Ball weitergespielt haben, dann sind wir wirklich in die Tiefe gekommen, aber halt nicht unvorbereitet aus 12 Metern einfach werfen. Da ist die Torhüterin aus Brockhagen einfach viel zu gut, da haben wir die einfach viel zu viel angeschossen. Ja, man muss sagen, auch Brockhagens Torhüterin war in der ersten Halbzeit sehr unglücklich, hat sehr viele Bälle von uns über die Finger bekommen. Deswegen war das noch sehr viel Glück für uns, dass wir da doch noch so gut mithalten konnten, sonst hätte das auch anders ausgesehen. Ja, und genau, wie gesagt, sind wir dann mit 18-17 in die Halbzeit. Ja, zweite Halbzeit ging es tatsächlich eigentlich so weiter. Also ich glaube, wir lagen sogar zwischenzeitlich mal mit 4 Toren hinten, konnten uns immer wieder rankämpfen. Dann, ich glaube, 7 Minuten vor Schluss führen wir mit 2. Ja, und dann, ja genau, wir haben auch manchmal einfach so unvorbereitet aufs Tor geworfen und dann haben wir uns einfach die Tore kassiert. Ich fand eigentlich auch 32-30, also 32 Gegentore, das klingt so viel, aber ich fand eigentlich, dass wir gar nicht so schlecht verteidigt haben. Ja, also irgendwie doch, weil also irgendwie 32 Gegentore ist schon einfach echt viel. Aber ja, aber es kann nicht so, ja, also einem nicht so vor aus dem Spiel raus. Einfach viel zu viele technische Fehler, die uns dann wirklich den Sieg gekostet hätten. Ich glaube, es wäre heute ein verdientes Unentschieden gewesen, aber auch da, also meiner Meinung nach hat uns wieder in den letzten Minuten wieder so dass die Coolness gefehlt, viel zu viel überhastet abgeschlossen, wo ich mir denke, so Leute, spielt doch nochmal 2-3 Mal, geht nochmal in die Tiefe, da haben wir einfach viel zu überhastet abgeschlossen. Und dann ist Brockhagen auch einfach eine zu gute Mannschaft, dass die das hier ganz locker entspannt runterspielen. Ja, wie gesagt, also tut weh die Niederlage, aber wir haben eine gute Mannschaft verloren, wir müssen jetzt auf unseren Stärken aufbauen, weil das wird jetzt nicht leichter in den nächsten Wochen. Genau. Genau, denn bei uns geht es nächste Woche weiter mit einem Heimspiel am Samstag um 17:30 gegen die Damen aus Netphen. Letzte Saison eine sehr körperbetonte Mannschaft, die wirklich anpackt in der Abwehr und es auch mal gut wehtun kann. Aber ich glaube, da wieder schön in die Tiefe, wenn man, also wir Handballer sagen immer, wir stehen drauf, wenn es wehtut. Ich glaube, nächste Woche ist das dann die Devise, weil wir müssen genau dahin gehen, wo es wehtut, schön in die Lücken. Ja. Ja, genau, deswegen, wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr nächste Woche Samstag um 17:30 wieder an der Halle Ost vorbeischaut und dann wollen wir mit euch gemeinsam wieder die nächsten 2 Punkte einfahren. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao. Ciao aus Brockhagen.